Was kann der Sportslich ASX 500 Ergometer? Das klären wir in diesem Video. Also dranbleiben. Beginnen wir mit der Montage und der Anlieferung. Also geliefert wird der Sportslich in einem Karton, der etwas über 31 Kilogramm wiegt und vom Paketdienst angeliefert wird. Montieren lässt das sich sehr einfach, wenn man sich an die Anleitung hält, Schritt für Schritt, ist das Gerät innerhalb von 20 Minuten montiert und fahrbereit. Das mitgelieferte Werkzeug ist dafür vollkommen ausreichend. Einzig kompliziert oder einzig Tüftelei waren die Kabel für die Handpulssensoren, weil das nicht vernünftig abgebildet ist und erklärt ist. Musste ich ein bisschen probieren, bis ich die richtige Lösung gefunden habe, aber das könnt ihr im Testbericht auf der Seite ergometer-tisch.eu nachlesen. Was bei der Montage aufgefallen ist, dass der Sattel nicht in der Neigung verstellbar ist. Die Aufnahme ist mit drei Schrauben. Er ist zwar waagerecht, möchte ich den Sattel aber kippen, habe ich keine Möglichkeit. Durch diese spezielle Sattelaufnahme kann ich auch keinen normalen Fahrradsattel montieren. Das ist so ein kleiner Nachteil bei dem Gerät, also ich muss wirklich mit diesem Sattel, den ich hier habe, zurechtkommen. Ansonsten kann ich den Sattel in der Höhe verstellen und auch im Abstand zum Lenker stufenlos verändern. Ideal ist das Training mit dem ASX 500 für Personen, die ihren Puls während des Trainings kontrollieren müssen. Dafür gibt es auch 4 separate pulsgesteuerte Programme, in denen ich meinen Zielpuls eingeben kann und der Ergometer reguliert automatisch den Widerstand so, dass ich immer in meinem optimalen Trainingsbereich, Pulsbereich mich bewege. Was sehr gut ist beim Sportstech, ist, dass ich nicht nur den Puls über die Handpulssensoren messen kann, sondern dass ich auch einen Brustgurt verwenden kann. Dafür reicht ein unkodierter Brustgurt vollkommen aus. Der ASX 500 kann auch über eine App gesteuert werden. Die App heißt eHealth und kann kostenlos im Google Play Store oder im App Store heruntergeladen werden. Allerdings hat die App noch so ein paar Tücken. Sie ist noch nicht wirklich ausgereift. Das macht eigentlich nur oder es gibt nur 2 Programme, die wirklich Sinn machen. Das ist einmal der Quickstart, und da kann ich meinen Widerstand frei regulieren. Oder die Sports-Programme, das heißt, da kann ich dann meine Wattleistung einstellen oder meine Herzfrequenzzone. Und der Ergometer reguliert automatisch nach. Alle anderen Programme machen keinen Sinn. Vor allem die Programme, die ich im Display habe, sind auch in der App vorhanden. Nur sobald ich die App nutze, kann ich den Widerstand nicht mehr anpassen. Im Display selbst, also ohne Tablet, kann ich jederzeit eingreifen, kann den Widerstand reduzieren oder verstärken, je nachdem, was ich brauche. Auf der App ist es leider nicht möglich. Deshalb macht die Programmfunktion auf der App keinen Sinn. Es gibt dann noch eine Variante mit Google Maps und Street View. Da kann ich mir eine Strecke wählen und bekomme dann auch die Kilometer angezeigt. Wenn es Bildmaterial dazu gibt über Google Street View, kann ich mir auch die Bilder dazu anschauen. Allerdings wird auch in diesem Programm der Widerstand nicht automatisch reguliert, sondern ich müsste den manuell anpassen. Aber das geht nicht, weil ich ja nicht auf das Display zugreifen kann, sondern nur auf die App im Tablet. Und da habe ich keine Verstellmöglichkeit. Also macht das in meinen Augen momentan auch noch keinen Sinn. Laut Hersteller wird aber ständig an der App gearbeitet. Irgendwann sollen diese Fehler behoben sein. Der Sportslich ASX 500 ist mit 300 Euro ein sehr preiswerter Ergometer. Vor allem in Verbindung mit der Pulsmessung ist er vor allem für Menschen mit Herz-Kreislauf-Problemen ideal, aber auch für ein Bewegungstraining oder Fitness- und Krafttraining auf jeden Fall zu empfehlen. Wenn euch das Video gefallen hat, freue ich mich über einen Daumen hoch. Wenn ihr kein Video verpassen wollt, dann abonniert einfach den Kanal. Und ansonsten wünsche ich euch viel Spaß beim Training und bleibt gesund. Euer Armin.